Servus Leute, wir machen heute einen Kohlenvergleich zwischen den Takeaway-Kohlen von Tobacco und den Cocobricos. Ja, wir haben die Takeaway-Kohlen von der Blue Boase spendiert bekommen. Wir machen ein kleines Review drüber, vergleichen die Kohle, wie die gegeneinander gestellt sind. Also wir tun sie auch auf den Kopf und testen sie. Und zwar, jetzt hole ich sie mal raus. Also, das ist die Cocobrigo und hier sind die Takeaway. Die Takeaway haben eine bisschen komische Form, also sie sind so, keine Ahnung, also nicht ganz, sind zwar viereckig, aber so ein bisschen schräg viereckig. Und von der Größe her sind sie beide gleich angegeben. 25x25x25. Das kann ich auch kurz auf der Verpackung zeigen. Dann die Cocobrico. Ja, das sind ja, die bestehen beide aus Kokosschalen, da ist kein Baum gestorben für. Und ja, was man sagen muss, wir haben die schon öfters geraucht, die Takeaway. Im Vergleich zu den Kokotscha-Kohlen von Tom. Da sind sie auf jeden Fall um einiges besser, muss man sagen, weil die geben an, die Takeaway, dass die 30% weniger Aschebildung haben, sagt man so. Und das stimmt, im Gegensatz zu den Cococha. Und wir werden es jetzt vergleichen mit den Cocobricos, ob das da auch so ist. Wir haben auch schon gemerkt, wenn man es anmacht, die Kohlen, die Takeaway, die riechen eigentlich fast gar nicht. Also die stinken nicht wirklich. Und es ist halt gut, wer drin raucht. Natürlich entsteht immer ein Geruch, wenn das angemacht wird, aber jetzt nicht so extrem. Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem Review an. Viel Spaß! So Leute, wir haben jetzt die Kohlen für euch durchglühen lassen. Das sind die Takeaway-Kohlen, die sind aber ein bisschen kleiner als die Cocobricos jetzt, muss ich sagen, so vom Aussehen. Und wir werden die jetzt auf den Topf hauen und gucken, welche schneller aus ist. So Leute, wir haben die Kohle jetzt auf den Topf gelegt. Die beiden rechts, das sind die Takeaway-Kohlen. Und auf der linken Seite seht ihr die Cocobricos. Und wenn man es jetzt so vergleicht, man sieht schon, dass die Takeaway ein bisschen kleiner sind. Obwohl sie gleich groß angegeben sind. Sind wir mal gespannt, wie sich das jetzt auswirkt, wenn wir fertig geraucht haben. Und bei der Cocobricos ist gleich mal schon mal passiert, dass die gehälftet wurde. Also die einmal abgeklopft, dann war sie schon in zwei. Ja, also wir rauchen jetzt eine Runde und dann sehen wir ja weiter. So Leute, wir klopfen jetzt das erste Mal ab. Die Cocobrico, wie man hier sieht, hat gleich mal am Anfang gehälftet. Jetzt nehme ich die mal, die andere. Oh, da ist wieder ein fetter Riss. Hat sie schon wieder gehälftet, die Cocobrico. Fail. Finde ich jetzt nicht so toll. Ich lege die jetzt mal auf meinen Kohlenteller, obwohl ich das eigentlich nie mache. Es gibt sonst Flecken. Jetzt haben wir natürlich viel Kohlen, ist natürlich klar. Und dagegen die Takeaway. Am ersten Mal. Abklopfen. Da erkennt man jetzt keine Risse oder so. Ist echt gut. Sind auch kaum ausgegangen. Also wie man sieht hier, ist kaum aus. Obwohl es die ganze Zeit auf der Seite lag. Ja, lege ich die mal wieder auf den Kopf. Ja, jetzt haben wir halt hier. Oh, Digga, Alter, der Kohlenteller, der bewegt sich. Die Cocobricos sind halt. Oh, Digga, was machen die? Die funken wie die Sau. Natürlich aus in der Mitte, außer die eine hier. Legen wir die wieder drauf. Die anderen, die ist schwarz. Die ist auf beiden Seiten schwarz. Ich weiß nicht, ob man es erkennt. So. Und so. Schwarz. Die ist auch schwarz. Okay, die Seite geht. Aber die hat jetzt alle geheftet. Deswegen bin ich zurzeit nicht überzeugt von Cocobrico. Und ja, ich sehe nachher noch, wie das Endergebnis aussieht. Die Takeaway sind auf jeden Fall in Führung, würde ich schon mal sagen. Also echt zu empfehlen, gerade die Kohlen. Ja, bis gleich. So Leute, der Kopf ist nun fertig geraucht. Wie man sehen kann, hier
die halbe Cocoprico, also vorher war die so, also ja, die halben Cocoprigos sehen jetzt so aus. Und die zwei Takeaway-Kohlen sehen so aus. Ich finde, beide Kohlen aschen sehr wenig. Wenn man jetzt die so aufeinander legt vielleicht, sieht man dann einen Vergleich. Sind eigentlich noch relativ gleich groß. Blöd ist halt, die Cocoprigo hat es gehälftet. Deswegen finde ich die jetzt im Moment ja, wie gesagt, nicht so toll. Dagegen die Takeaway sind richtig toll für den Preis. Ja, ich zeige euch jetzt, wie die Funken fliegen bei den Takeaways. Ja, das Ganze ganz okay. Die Cocoprigo. Ich hoffe, man erkennt es gut in der Kamera. Ist eigentlich relativ gleich. Das heißt, dass die Kohlen relativ eine ähnliche Glühzeit haben quasi. Wie man sieht, sind die Größen aber eigentlich noch ganz ordentlich. Die Cocoprigo hat es halt gehälftet, kann man jetzt auch nichts mehr dran ändern. Das passiert eigentlich ziemlich oft bei uns im Moment. Deswegen würde ich euch die Takeaway-Kohlen dafür empfehlen. Für 4,90 € 1 Kilo, ist ganz okay. Ihr bekommt sie auf blubberase.de. Den Link zum Shop schreiben wir noch in die Kommentarbox unten rein. Die ist dann da unten. Und ja, haut rein, Leute. Das war's von uns.